Spiel jetzt hier auch nicht. Es geht den Riegler jetzt auch nicht. Er braucht da den Traktor. Ja, aber. Ja, in Real Life braucht er den Traktor dafür. Ja, in Real Life braucht er trotzdem den Traktor. Ja, klar, hat er so viel Luft. Ja, kein Öl. Kein Antrieb. Kein Öl. Ja. Also, da haben wir kein Betriebs. Wow, genau, ich hab's geschafft. Dein Ding ist viel kleiner. Ja, aber Chef, du weißt ja, der ist nicht so stark, deswegen nimmt er das kleinere. Ja, klar. Ich habe mein kleines und nehme das kleine. Oh, yeah, 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 yeah. Nur die, die gar nichts haben, hätten gerne einen großen. Deswegen nehmen sie was Großes. So, den fahren wir zum Abladen. Alle schreiben mich an, what the fuck, LS17 Fragezeichen XT. Das wird ein ganz CSGO, Mann. Ich wollte gerade sagen, ich bin die ganze Zeit nur Goldersfang und dann sowas. Bist du krank? Hast du Fieber? Nein, Leute, wollen wir mal wechseln? Den fahr ich? Ach gut, wenn man fährt. Gratuliere. Easy. Viel zu leicht für mich. Ich weiß, was noch gar nicht für die Steuerung geht, aber easy. Easy going. Steht eh alles da. Nein. Mein Monitor ist oben links kaputt. Ja. Linke Seite fehlt komplett, also. Da könnte schon was draufstehen, da. Und ein schönes Filmchen nebenbei. Nämlich alle voll labern, Mann. Baumfeld! Wo? Sehe ich nicht. Das Käfer. Dauert jetzt zu lange, mein Junge. Wird das heute nochmal was? Wie schneidet man denn jetzt nochmal? So, wie macht man denn die Stützen raus? Ja! Der ist ja, nice! Der Baum ist weg! Ja, das war euer Baum! Das ist davon übrig! Lol! Lol! Was hast du gemacht? Den versenkt! Ja, hab ich gesehen! Naja, er hat da ein bisschen was herumgeschnitten, das ist der Baum! Wo ist der Baum? Er ist runtergefallen! Durch den Boden! Lol! Aber wie würde man jetzt die Stützen ausfahren? Ja, Steuerung Y, glaube ich. Umschalt. Kommt also, mal hier hoch. Das ist wieder Fusch im Wald, 2.0. Lol, okay. Yes. Kommt mal hier hoch, hier oben. Der ist gut, ja. Holzfeld. Was für ein Holzfeld machen müssen. Du schaffst es raus, wenn ich mal auf den Teil reinschmeißen. Ja, du hast es sehr gut gemacht. Okay, wenn ihr nicht drauf kommt, kommt der Baum runter. Vor allem Räder und Räder. Oh, den nehme ich mit, so am Stück. Mit Ästen, easy. Ja, müsste man eh schauen, ob mit Ästen mehr kriegst oder weniger. Eindeutig besser. Äste dran lassen. Wäre ja eigentlich mehr Holz. So. Da unten liegt auch noch ein Baum, er wird nie mitnehmen. Kann man den Arm irgendwie ausfahren? Ja mit rechter Recht. Maustaste und dann nach seitwärts. Ah. Rechts, links, beide. Komm, das ist ein komplizierter Shit hier. Und Klammer zu, beide gedrückt halten, rauf, runter. Oh. Ich hab einen Knick in der Optik. Greif mal 5 Meter da drüber zu. Knickenoptik. Also ich gehe da schon mal weg, Sascha. Der wird mich gleich umkippen. Ja, Mai, schau mal, wie lang das Ding ist. Hier unten ist auch noch ein Baum. Was ist mit denen? Da liegen noch 2 Bäume. Nee, da. Die haben die ja verloren, Alter. Da fliegen die ja noch rum. Dann gehen wir wieder den zerschneiden und dabei runter. Bis sind wieder die Leute, die Drecksarbeit machen müssen. Also, wie legen jetzt die Kickpunkte ein. Ach, da. Geh ihm vorher mal nach rechts rüber. So, nur der. Stück höher, höher. Und jetzt runter. Geduld.
Eigentlich wollten wir ursprünglich Felder machen. Ist Digga. Farming Simulator, ja. Sitzen rein? Wie läuft's? Also nach 2 Stunden, da passieren halt komische Dinge. Ja. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Es ist noch nicht nach 23 Uhr. Du tust das so und das mein Baum und so. Ich bin durch die Tür gelaufen. Aber jetzt haben wir bald keine Bäume mehr hier. Ey, wer hat die Äste abgemacht? Die guten Äste. Wo ist eigentlich der Rasenmäher? Gibt's sowas wieder? Ich glaub sicher, oder? So ein ganz klein. Nur der Vorwärtsmann hat den besten. Nein, wir haben den Baum verloren. Stopp, stopp! Könnten der drin sein. Ist ja eigentlich eine Erntemaschine. Nee. Nee, nee. Dann irgendwas mit Gras. Ja, Mähwerke. Ja, wer hat die denn gekauft? Ja, da ist nix. Was ist das für eine Probleme? Der verschwindet im Erdboden. Ja, aber ich bin nicht schnell genug. Nein! Hä? Jetzt kommt er wieder rausgewachsen. Ja, das funktioniert schon. Du kannst ihn ja ziehen. Das. Der Boden dient halt nicht als Kollisionsfläche. Deshalb fallen die auch durch. Ja, was auch irgendwie komisch ist. Autos? Nur die zwei. Diverse ist auch nix. Aber wir können uns neue Saatgutpaletten irgendwo hinstellen. Ja. Dünger und Bäume. Schweinefutter. Da ist man okay. Also, wenn das da am Hof nicht geht, kann man es ja irgendwie Neues hinstellen. Ja. Trotzdem gute Frage. Wo ist das hin? Ja, vielleicht gibt es nicht mehr. Gib dir mal ein Stück an, ich fahre ein Stück vor. Trotzdem schade. Dafür gibt es jetzt Überladewagen und das ganze Zeugs. Ey, wir blockieren hier schon den Straßenverkehr. Tieflader. Einfach, was gibt's Schiebeschilder? Fürs Silage schieben? Und jetzt rüberschwenken. Und Haufen in Silos auszugleichen. Genau. Gerade schieben. So, halt so, halt so. Ja, dann müssen wir halt danach gucken. Mähwerk. Warte, Stützen wieder reinholen. Überladewagen. 2 Stück. Schwade. Ey, jetzt blockiert ein dummer Autofahrer. Was machen denn die 2 schon wieder? Keine Ahnung. Auf und fangen Bäume ein. Soll ich euch klären, ob ihr Bäume auf die Straße schmeißt? Hallo, also guter netter Herr. Einsteigen, das geht nicht. Halt das auch mal weg. Also, mal mit der Kettensäge. Jetzt kriegt das mit Angst zu tun. Haben wir einen langen Ast, Mann? Sag, dass ich stehen bleib. Hast du ein langes Ding dabei? Das passt sogar. Soll ich deinen Zipfel abschneiden? Weil Laterne interessiert mich nicht, einfach lang. Aber das Auto hat darauf geachtet und ist erst losgefahren, wo der Baumstamm weg war. Ich lege euch einen neuen um. Baumfeld! Warum kannst du nicht mehr fahren, Mann? Wir sind hängen geblieben, Jungs. Na, der Baum liegt. Schön links an der Hütte vorbei. Noch ein Stück jetzt. Drüben liegt noch ein Baum. Nein, liegt da nicht. Und noch einer. Die haben wir schon umgeschnitten. Ein Wunder. Ich muss hier voll mit der Maus kurbeln, Mann, weil für die ISL ist nicht so leicht. Danke. Kann ich hier noch weiter dingen? Aber die Spitze kriege ich nicht ab vom Baum. Kannst wegschneiden. Nee, ist was wert. Tja. Ja, und wie wär's, wenn du dich mal um deinen Baum gekümmert hättest? Ja, ich habe extra nicht entastet. Um zu gucken. Ganz schön lang, die Dinger. Ja, irgendwie schon.
Besonders diese komischen Bäume hier. Wenn man sich so vorstellt. So, da oben stehen ja die Bäume. Also in der Höhe schaut es echt so aus, wie wenn. Wir haben 22 Uhr, 22 Uhr, 22. Juhu, Schnapsladen muss einen ausgeben. Du hast ja alle deine Mods drin. Nee, das habe ich ja nicht drin. Ja, da ist ein Baum. Ich gebe den Baum. Oh, den habe ich mir schon immer gewünscht. Woher weißt du das? Ich also, herzlich willkommen beim Baumteam. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ja, hallo, geh mal hier. Der geht bis, jo. Da, Baum fällt. Jetzt hast du einen Baum. Okay, ich hab schon genug. Kriegst noch einen. Immer mehr Arbeit, Mann. Ich werd doch gar nicht so gut bezahlt für so viel Arbeit. Hey, nicht, aber ich. Nee. Auch du nicht. Häng ran, ich fahr gleich los. Ja, ey, du hast nur 5 Sekunden für den Baum angreifen. Hallo, mach mal keinen Terror hier. Du hast eigentlich zu Hause aus. Wie wär's, wenn wir die Zeit hochstellen oder zu Hause irgendwas machen, oder? Ja, ist doch dran, Mann. Ah. Weiß ja nicht. Ja, jetzt gehört dann halt mal. Er macht da den letzten Baum noch und dann gehen wir mal wieder nach Hause, er fällt da. Hey, los! Ja, noch nicht. Ist ja nichts gewachsen. Ja, jetzt gehört er auch noch gesehen. Zum Bleistift. Nein. Wird überbewertet. Doch. Jetzt einfach nur hochziehen. Ja, ja. Das ist eigentlich ein Wachstum. Wie Kubert. Feld 410 ist angeblich nicht komplett gekobbert. Hab ich doch gemacht. Ja, nichts mehr. Ed, mach mal Spanngurt dran, bitte. Ja, es. Ist schön gemacht, Ed. Wunderbar. Kriegst ein Bienchen. Oh, krieg ich eine Blümchen auch. Was ist denn mit Marker setzen? Kann er dann wirklich Navigation? Im Meadowquert. Ja, dann startet das Navi. Nee, da blinkt er nur. Da blinkt quasi das Symbol auf. Okay. So, ein Baum liegt drüben noch. Den holt ihr noch und dann ist aber Feierabend für heute. Jo. Feierabend, schaut mal, die Nacht geht auch schon runter. Also, wenn es dunkel ist. Dann geht's zurück auf den Hof. Nee, du musst dann wieder Realtime machen bei 22:24 Uhr. Und es ist die ganze Zeit dunkel. Jetzt haben wir 132 Minuten, wie viel brauchen wir überhaupt? 120 war 2 Stunden. Ja, und dann weiter? Das ist 135. Ach, weiter nicht. Und jetzt? Dann halt 150. Jetzt sind dann noch 20 Minuten. Gut, dann gehen wir mal aufs Feld. Wächst und gedeiht hier alles. Jemand müsste sehen. Ich sehe nicht. Warum nicht? Warum sollte ich? Ja, warte, so. Kamera drehen. David. Ja, ja, fest, fahr. Super Verladung, Jungs. Ich sag euch, Sicherheit hoch 10. Was so, coole ist auch, kommen wir zurück mit dem Fahrrad. Wir haben ja auf dem Hof einen abgestellten Ladewagen und da sind quasi bei den Rädern Plastikkeile. Top. Lichterschalten, das sehen wir es ja. Okay, ja. Aber auch nur bei dem einen Rad. Ja, reicht ja. Aber? Brauchst du nur bei einem. Safety first. Halt morgen wird schlecht Wetter. Taschenlampe. Taschenlampe. Hier hinten ist nicht auf. Dort drüben ist auf. Fahr halt einfach gegen eine Laterne. Wo ist eigentlich der Hühnerstall? Er hat ja gesagt, man kommt da nicht hin. Ich höre mal Hühner. Obstgarten? Ja. Also bloß, ich kann mich nicht kommt so weit hier locker rein. Hier sind Hühner. Ah ja, kann man die auch sammeln. Ich hab ein Ei, ich hab ein Ei. Ich hab 2 Eier. Der müsste einen goldenen Nein, dort tut mir mal eingefallen. Klapp mal das Ding jetzt ein, bitte. Sonst kann ich so schlecht fahren. Jedes Mal eiert der Trecker hin und her. Wollt ihr gerade schön aufs Dach setzen? Wohin wollt denn ihr fahren?
Let's move. To move wieder? Ja, wir können das.